Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum. Sonderausgabe deshalb, weil ich einmal mehr nicht alleine vor der Kamera stehe, sondern mir bewährte Verstärkung geholt habe. Bei mir ist unser umweltpolitischer Sprecher, altgedienter, erfahrener, hervorragender und besonders geschätzter Kollege, der Benno Zierer. Deshalb, weil es heute tierisch wird in Frag Fabian. Es geht heute um den Wolf, den Bären, den Fischotter. Ihr alle habt es genauso verfolgt wie der Udo aus dem Oberland, der mir geschrieben hat und von mir wissen will, da war ja jetzt endlich ein großer Aufwasch. Was tut ihr denn jetzt? Was meint der Udo? Der Udo meint die ganzen Wolfsrisse, die sich da im Oberland in Allgäu, Bayerisch Schwaben ereignet haben. Auch den Bären, Benno, der auf einmal wieder da war in Bayern, und den Dauerbrenner, das Problem mit dem Fischotter für die Fischzucht. Und da sind wir jetzt als Bayerische Koalition aus Freien Wählern und CSU aktiv geworden, haben da eingegriffen über eine neue Verordnung, Benno. Heute war großer Bahnhof mit Ministerpräsident Hubert Aiwanger, Thorsten Glauber, unseren Ministern in Oberautor. Deshalb habe ich dich dazu gebeten, um die Frage vom Udo profund zu beantworten. Also Benno, schieß los, was tun wir jetzt? Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es Zeit, Taten sprechen zu lassen. Ich war bei dem Termin heute in Oberautdorf und wenn man dieses Entsetzen der Leute hautnah mitkriegt, wenn teilweise altgediente Bauern weinen bei diesem Termin, weil ihre Tiere gerissen werden und weil sie von der Politik sichtlich missverstanden werden und ihre Probleme so nicht gesehen werden, wie sie tatsächlich auftreten. Eine Entschädigungsregelung für diese Landwirte ist eigentlich eine Ohrfeige ins Gesicht. Diese Menschen leben mit ihren Tieren, diese Menschen haben diese Tiere als Familienmitglieder und das dürfen wir nicht vergessen. Wir verlieren eine Kulturlandschaft, eine Freizeitlandschaft, wenn wir hergehen und sagen, nein, der Wolf ist uns noch zu wenig in Bayern. Wolf, Bär sind Wildtiere. Eine friedliche Koexistenz zwischen wilden Tieren, zwischen Beutegreifern und der Gesellschaft wird es in unserem dicht besiedelten Bayern nicht geben. Selbstverständlich, wenn ich in München bin und aus dem dritten Stock runterschaue, ist mir das egal. Da gibt es keinen Wolf. Allerdings sollte München auch nicht vergessen, es gibt auch Freizeitgestaltung und wir wollen, dass die Menschen bei uns im Land bleiben, Familienurlaub machen und wir wollen auch, dass die Landwirte weitermachen in den Bergen drinnen. Und das sind oft Nebenerwerbslandwirte und die wollen ihre Tiere behalten. Sie können nicht zäunen, sie können keine Hütehunde bei kleinen Betrieben einsetzen. Und genau hier müssen wir in der Politik ansetzen. Wir brauchen eine Umsetzung der FFH-Richtlinien in deutsches Recht. Uns muss die Entnahme dieser Problemtiere möglich sein. Und der Wolf, wenn er sich an die Gesellschaft gewohnt hat, an den bewohnten Raum gewohnt hat, der läuft nicht einfach davon. Der geht dahin, wo er sich am einfachsten bedienen kann. Und das ist in Menschennähe. Das ist auf Almen, auf Weiden. Da springt er über den Zaun und holt sich, was er braucht. Jetzt kommt dann die Zeit, dann bekommen die Tiere junge, dann werden die Probleme noch größer werden. Und wenn die Politik nicht imstande ist, diese Probleme zu lösen, dann ist es ein Offenbarungseid. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir brauchen Regelungen, Regelungen, die auch gerichtsfest sind. Wir brauchen keine Klagen vom Bund Naturschutz, sondern ein vernünftiger Umgang genau mit diesem Problem. Und dafür setzen sich die Freien Wähler ein. Und Minister Glauber und Hubert Aiwanger fordern dies seit Jahren. Aber bedauerlicherweise ist es so, dass die Gesellschaft erst dann reagiert, wenn was Größeres passiert. Keiner wünscht sich Verhältnisse wie in Südtirol. Keiner will, dass ein Kind angefallen wird und ein Erwachsener kann mit diesen Problemen auch nicht leben, wenn er in der Natur unterwegs ist. Benno, ich sage schon mal vielen Dank für das leidenschaftliche Plädoyer für unsere Kulturlandschaft in Bayern, die ja die besondere Lebensqualität ausmacht in unserer Heimat, und auch für das Verständnis, das, glaube ich, immer mehr zu kurz kommt in der jüngeren Vergangenheit für unsere bayerische Landwirtschaft und für diejenigen, die nicht nur von der Tierhaltung leben, sondern auch dafür sorgen, dass wir mit regionalen Lebensmitteln ernährt werden können. Ich glaube, dass die Position, die du geschildert hast, ganz wichtig ist. Vielleicht noch ganz konkret nachgefragt, wir haben ja jetzt da eine neue Verordnung
Verordnung auch durchs Kabinett gebracht. Das heißt, wir in Bayern machen es jetzt anders als andere Bundesländer. Freie Wähler und CSU handeln jetzt. Was bedeutet das denn konkret für die Betroffenen, jetzt gerade im Allgäu, im Oberland? Was ist jetzt möglich durch euren Termin heute Morgen? Wenn Wolfsrisse auftreten, wenn der Bär aktiv wird, dann kann man tätig werden und kann diese Tiere entnehmen, wie auch immer, entweder einschläfern oder einen Bär in Gehege, Tierparks geben, wie auch immer. Allerdings, ob man einem Bär einen großen Gefallen tut, wenn man ihn in ein Gehege sperrt, ist die andere Frage. Und die Annäherung dieser Wildtiere an die Gesellschaft muss einfach verhindert werden. Durch diese neue Regelung haben wir dann Zugriffsmöglichkeiten, aber wir brauchen die Unterstützung vom Bund. Wir brauchen die Umsetzung der FFH-Richtlinie in nationales Recht, um genau hier tätig werden zu können. Und da ist Berlin gefordert. Und zwar mit Hilfe, nicht, dass uns in den Rücken fallen und sagen, in Bayern ist ja noch so viel Platz für den Wolf. Sicher ist Platz, aber wo geht der Wolf hin? Da, wo er sich die Nahrung holen kann. Und das ist nicht in Großstädten, sondern im Voralpenland, im Gebirge, in den Flächen, wo die Landwirtschaft seit Jahrhunderten tätig ist und uns diese herrliche Kulturlandschaft mehr oder weniger gebaut hat. So ist es also. Vielleicht kann man zusammenfassen, aus Bayern raus, Benno, jetzt endlich gesunder Menschenverstand und Pragmatismus statt irgendwelcher falsch verstandener grüner Wildromantik. Wir haben jetzt in Bayern das getan, was wir tun konnten, über die Landesverordnung für unsere Kulturlandschaft, für das Alpenland, für die Landwirte, die dort tätig sind. Und jetzt ist noch Berlin am Zug, deshalb auch noch dieser flammende Appell in Richtung Bundesregierung, zu verstehen, wie die Lage bei uns in Bayern ist und uns dabei zu helfen, das, was wir für Bayern jetzt auf den Weg gebracht haben, in unserer Zuständigkeit auch zu einer vernünftigen, zu einer pragmatischen Umsetzung zu bringen. Ich glaube, Udo, so kann man es zusammenfassen als Antwort auf deine Frage. Ich sage, Benno, dir vielen Dank, nicht nur fürs Stellungnehmen im Frag Fabian, sondern für das intensive Einsetzen für diese sehr gute Lösung, die wir da jetzt gefunden haben, hier im Bayerischen Landtag als Sprecher unserer Fraktion für dieses Thema. Und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht es einfach wie immer, postet die entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine E-Mail, dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Und ich bin schon gespannt, welcher fachpolitische Kollege dann beim nächsten Mal neben mir steht. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.